Hallo zusammen und willkommen bei Station Near Let's Play mit mir, Meliodas. Und wir sind dran, die Atmosphäre in unserem Gewächshaus bereitzustellen. Wir haben da letztes Mal oder vorletztes Mal die Quascher installiert und da Sauerstoff und Wassereis gequascht. Wassereis hat dann Stickstoff noch übrig gehabt. Sauerstoff gab es einfach ein Gasgemisch zwischen Stickstoff und Sauerstoff. Und jetzt würden wir die zwei Tanks hochnehmen, die da oben entlüften. Und dann schauen wir mal, wie viel Atmosphäre das wir da haben. So, gut. Let's go. Wir nehmen da ein Werkzeug unserer Wahl. Nehmen wir gerade den zuerst. Den Sauerstofftank. Und Höhe auf. Gut, rückwärts hoch. Ich habe hier zwischen den Folgen das Treppenhaus, warte, ich zeige es euch gerade. Ich habe bei den in der Zwischen, also zwischen den Folgen habe ich kurz das Treppenhaus eingepackt. Sieht eigentlich noch relativ gut aus, so. Damit in der Hoffnung der Sturm hier oben die Solarzelle nicht so arg angreift. Ich weiß natürlich nicht, ob das erfolgreich ist unterm Strich. Gut, wir stellen den mal hier hin. Dann nehmen wir das Tablet in die Hand, damit wir wissen, was hier drin ist. Wir haben jetzt 95% CO2, ein bisschen Sauerstoff und ein bisschen Stickstoff. Und jetzt machen wir mal den Tank. Der Tank enthält 90% Sauerstoff und 10% Stickstoff. Gut, wir machen mal den auf. Da kann man alles raus. Ja, jetzt sehen wir gerade, wie das Verhältnis sich wandelt. Hä? Die Temperatur geht auch in den Boden jetzt. Das kann, wir haben noch Nacht. Naja. Gut. Passt doch. Haben wir eigentlich die Klimaanlage noch eingerichtet letztes Mal? Ich glaube nicht. Wissen wir nochmal. Gut. Machen wir den Hebel wieder zu. Wie viel Druck haben wir? Es knarrt. Wieso? Es knarrt so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben hier 20 Grad davon. Ja, stimmt. Noch eine Idee. Aber jetzt nehmen wir das runter. Es fehlt. Ja, es könnte bald reichen. Es fehlt schon noch ein Stück. Wir machen die Tür zu. Lass das wertvolle Gas hier drin. Machen hier auf. Hier draußen ist ganz dumpfer vom Klang, weil es keine, also weniger Atmosphäre hat. Kurz runterlaufen. So. Das ist immer so fummelig. Ja, sollte passen. Kann man den montieren. Gut. Ich würde gerne die Klimaanlage. Wir haben ja zwischen 20 und 30 Grad ist ja das Ideale, hä? Für die Pflanzen. Und dann würde ich. Oh mein Gott. Ich würde gerne. Mit C kann man es fein einstellen, hä? Und da brauchen wir noch Rohre, hä? Da hat es ein Rohr verjagt. Sehr deppert. Haben wir noch Rohre? Rohre, Rohre, Rohre. Müssen wir eins machen. Das wäre das hier. Gut. Dann müssen wir mal kurz schauen. Ein Pausemenü. Gibt's ein Überdruckventil? Über Kopf, über Druck, warte mal. Gut. Ventil. Digitales Ventil, nein. Normales Ventil, nein. Digitales Ventil, nein. Rutschen. Ah, das ist für die Items, genau. Die brauchen wir dann auch noch.
Flüssigkeitsventil. Einwegventil, Gas. Man kann ja mehrere machen. Also auf Englisch, hä? Energieverbrauch. Ah, da muss man Strom anstellen. Nein, ich glaube, das ist nicht das. Ein Überdruckventil muss her. Etwas, wo erst ab einem gewissen Druck aufmacht und dann alles gut. Scheiße. Gibt's das nicht? Oder nennt sich das anders? Boah, wenn ich Druck eingebe, kommt dann alles Mögliche. Scheiße. Da? Gasdruckregler. Anders als Druckregler, der sich anschließt, wenn der einen bestimmten Wert überschreitet, öffnet sich das. Genau das brauchen wir. Gut, wie machen wir das? Kit-Druckregulator. Das brauchen wir. Gut, Druckregulator. Druckregulator machen wir mal ein. Hat sie uns denn auch den Radiator zerdeppert? Ja, den Radiator hat sie uns natürlich auch zerdeppert. Ist ja logisch. Wie machen wir das? Wie ordnen wir das an? Nach unten hier. Ja, hier gehen wir nach unten mit dem Rohr und da brauchen wir nochmal so ein Radiator. Mist, immer etwas zu tun, immer etwas zu tun. Das wäre der ja, gell? Und da brauchen wir nochmal so ein Rohr. Nochmal so ein Rohr. So ein Rohr, so. Gut, das reicht. Und dann brauchen wir, jetzt machen wir die mal hin. Brauchen wir da Zauber. Gut. Nicht gut, wir haben keinen Inventarsplatz. Nein. Da muss halt mal das. Ist leer von weg. So. Wir brauchen die Zange. Zange. Der Kohlgrabenschlüssel. Also, der muss weg. Neu. Und so. Genau. Dann der hier. Genau. Und der hier können wir gerade auch wieder montieren. Das wäre genau. Wieso geht das nicht? Ah, habe ich den falschen? Warte mal. Ich hab den falschen gemacht. Ah, ich glaub's nicht. Richtig Krise, echt, Mann. Ich hab den falschen gemacht. Die echte Krise, dieses Spiel ist der Hass, ich sag's euch. So, jetzt hier, hier. So. Und jetzt machen wir es so. Wie heißt jetzt das Teil genau? Rohrheizer.
Blöde ist eben, hier ist der Orange drin und ich brauche ihn ja in Gelb. So, jetzt. Gut. Und. So, ich weiß eben nicht wegen der. Wegen der Geschichte mit. Warte, also ich zeige es euch kurz. Also, jetzt. Es gibt zweierlei, der und der. Und ich weiß eben nicht, der funktioniert glaube ich nur im Vakuum. Aber wir haben hier wenig, aber fast kein Vakuum. Warte mal. Komm, wir machen mal einfach beide her. Vielleicht ist es so die Lösung, kann ich nicht sagen. Gut. Und jetzt brauchen wir noch ein Pilz. Warte mal. So ein Pilz. Den haben wir ja schon mal gemacht. Genau so einen. Damit auch die Luft da raus kann. Du, 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 du. So. Genau. Und jetzt kann man den einstellen. Auf 50 Kilopascal. Was haben wir denn hier drin? Jetzt gerade aktuell. 800 Kilopascal. Gut, wir stellen den hoch auf 1000. Bis wann platzt denn das Rohr? Warte mal. Rohr. Wann platzt das Rohr? Bla 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 bla. Ein Druck von bis zu 60 Megapascal standhalten. Also, dann stellen wir es auf 50 Megapascal ein. Boah, das kann man ja lange hochdrehen, hä? Dann sind wir noch bei Kilo. Gehen wir auf 10 Megapascal, gut. Jetzt muss ich kurz das noch regeln hier. Warte mal, nicht runterfallen. Wir müssen hier noch Gas reinkriegen, warte mal. Hier ist jetzt nicht viel drin. 1,3. 15. Wir öffnen mal den. Gut, wir haben viel zu wenig. Warte mal. Ich mach mal kurz meinen Tank hier rein. Ah, viel hat es nicht gebracht. He? Muss man mit dem vollen mal kommen. Weil der hatte, das ist genau der Witz, der hat seinen eigenen Druck nicht. Stimmt. Wisst ihr was? Wir haben ja noch einen vollen. Nehmen wir den mal noch. Wir haben ja da mal einen vollen noch platziert. Genau. Dann legen wir den noch rein. Was haben wir jetzt? Ja, es gleicht sich aus. Gut. Und da kann man die auch zumachen. Gut. Und dann. Die läuft, oder? Wir haben hier minus 30 Grad. Wir haben hier 25. 25 haben wir eingestellt, genau. Ah, könnte sein, dass wir jetzt heizen muss in den Raum. Macht nichts. Das ist ja das Schöne an der Klimaanlage. Sie arbeitet so, dass es funktioniert. Und jetzt haben wir einen Überdruck und jetzt sollte das Rohr nicht mehr platzen. Wir sollten eigentlich bei allen Ideen mit Rohrleitungen auch hier so ein Überdruckablassventil einbauen. Als wieder. Gut. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Jetzt brauchen wir noch mehr Gas da drin im Raum. Wir nehmen das reinen Stickstoff. Das sollte. Weiß eben nicht, wie sich's verhält in dem Spiel mit dem Stickstoff. Stickstoff ist eigentlich gut. Ja, komm. Wir nehmen Stickstoff mit. Wenn wir es versauen, dann müssen wir halt nochmals speichern. Wir speichern, was wir es versauen mit dem Stickstoff. Dann machen wir es an, wir müssen rückwärts hoch. Treppen sind mühsam. So. Aber ist geil hier.
Jetzt brauchen wir dann noch ein bisschen Licht in der Base, weil es ist immer so arg dunkel hier drin. Gut. Okay, was haben wir jetzt für Luft hier drin? Nimmt mich gerade Wunder. Wir haben fast 20 Grad. Das ist tipptopp. Wir haben einen Haufen Sauerstoff, wenig Stickstoff und einen Haufen, also ein bisschen CO2. Und wir lassen jetzt da Stickstoff hinzu. Warte mal. Jetzt sind wir bei 9, warte mal, gehen wir mal bis 30 Kilopascal Druck. 30. Gut. Was sagen denn die Pflanzen, Kartoffeln? Das wirklich ist unendlich groß hier drin. Kartoffeln. Minimaler Wachstumsdruck. Minimaler, idealer Wachstumsdruck. Also für 51, hä? Wäre schon eine Idee. Hä? 51 müssen wir schon noch erreichen. Wir haben jetzt erst 30 drin. Ja, ich glaube, mit unseren Ressourcen, die wir jetzt zur Verfügung haben, reicht es nirgends hin, hä? Wir könnten hier so ein paar Würfel reinplatzieren. Temperatur 18 Grad ist eh auch knapp. Ist alles ein bisschen knapp. Zumachen. Power low. Power low. Und duschen muss ich auch. Power low. Ich klammer da wieder für. Ohne Grund. Und nehmen wir mal Stickstoff wieder raus. Gut, dauert immer länger, um abzusagen. Die automatischen Türen kommen dann noch, die müssen wir dann noch machen. Ne? So, stellen wir den hier her. Gut. So, meine Damen und Herren, das Treppenhaus sieht relativ gut aus. Da der Würfel sollte sein, weil ich hier oben jetzt vielleicht in Zukunft einen Gang plan. Aber dann hat es halt hier so nicht. Macht nichts. Aber das packe ich dann noch ein, wenn ich dann Zeit habe. So, und Ressourcen. Gut. Batterie voll. Oh, wunderbar. Krass. Das gab es ja schon lange nicht mehr. Oh, Batterie voll und wir verschwenden die ganze Energie. Das heißt, wir müssen dann bald eine zweite Batterie hier reinpacken. Gut, ich sage es jetzt so, wir werden beim nächsten Mal uns um die Pflanzen kümmern. Und dann, wir haben hier, ja gut, es saugt halt hier rein, also macht, wow, es kommt gerade ein Sturm. Haben wir unten alles safe? Ich hoffe es jetzt zumindest. Siehst du? Jetzt war ich wieder bei den Solarzellen oben, um zu schauen, wie es geht. Und zack, bumm, ist der Sturm da. Warte mal. Jetzt machen wir es gerade so. Was raus sagen? Oh, ich muss duschen. Gut. So. Ja, der Wind bläst, hä? Sieht denn was mit den Kisten, wenn die offen sind? Oder müssen die zu sein? Damit die safe sind. Da der Schrank natürlich auch zumachen. Boah. Der Sturm kommt vom Norden. So, der ist zu. Hier ist alles safe, mehr oder minder. Ich hoffe es jetzt zumindest. Wir gehen hoch, müssen duschen. Das machen wir noch rasch gemeinsam. So. Ja, es ist recht träge unterwegs. Ah, ich habe das Gefühl, weil es hier offen ist, nehmen die trotzdem Schaden. Nein, ich sehe keinen Schaden mehr. Boah, zu Glück. Ah. Also jetzt ist doch alles easy going, ne?
Weil das Problem ist, wenn sie Schaden nehmen, produzieren sie auch nicht mehr so fein. Jetzt haben wir so, obwohl es noch offen ist, aber wir haben so eine Kaskade gemacht. Das bedeutet, dass die Luft da nicht hoch kann oder das Sand. So, gut. Wir werden duschen. Oder wir müssen duschen. Wir haben eine volle Batterie. Ja. Aber zu. Oh, der Sturm tobt. So. Gut. Wir haben immer noch kein Licht in der Base. Das wäre dann das nächste, wo wir machen müssen. Licht. So. Schauen, hier ist Wasser, hier ist die Dusche. Komm schon, hebel. Ihr könnt nicht schauen. So, gut, wunderbar. Wir haben geduscht. Dann trinken wir noch einen Schluck. Warte, ich leg mein Zeug wieder an. So. Gürtel. Kleider. Anzug. Also Jetpack. Und der Helm. Nein. Ich lebe im Dunkeln und sehe nicht. Sehe gar nicht. So. Wo ist der Helm? Wo ist der? Da, da war es doch. Warte mal. Nein, es war nichts. Hab den Helm verloren, es ist nachts und es ist dunkel und ich finde ihn nicht mehr. Scheiße. Nein, wir haben kein Licht. Dunkel. Nacht. Gut, ich sag, wir müssen eh warten, bis der Sturm vorbei ist. Ich sag, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal werden wir die Pflänzlein einpflanzen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.